Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. So, am frühen Morgen, 6:30 und der Silagepreis ist hochgegangen auf fast 400 Euro pro 1000. Und da wollte ich doch mal den Bunker als erstes leer machen. Damit wir wieder ein bisschen Kohle bekommen. Missionmäßig war eigentlich nichts Schönes dabei. Aber wie gesagt, wir haben ja genug zu tun. So langsam wird es ja auch hell. Pro Tour so 20.000, 22.000 bekommen wir ja die. Ach, ich wollte noch mal zu dem großen Freilandsilo. Da sind circa 1,4 Millionen Liter reingekommen von diesem Maisfeld 15. Was wir gehäckselt hatten. Gut, festfahren und so weiter musste ich nicht mehr viel, weil wir ja immer auch teilweise mit einem vollen Anhänger drüber gefahren sind. Das ging eigentlich recht fix. Zweiundzwanzigtausend, das ist ein guter Preis, würde ich sagen. Komm. Ah, wenn er keinen Schwung hat, dann kommt er nicht so schön den Berg hoch. Sprit sieht auch noch gut aus. Noch 245 Liter. Dann holen wir mal die nächste Fuhre. Kurz vor der Kreuzung, aber das packen wir mit dem Überschuss. Ich muss gleich mal schauen, aber das können wir gleich machen, wenn wir hier am Beladen sind. So, das sind unsere drei Felder. Feld 15 ist Unkraut drauf. Okay, und muss gedüngt werden. Gut. Machen wir mal wieder. Machen wir den mal aus. Nachschieben. Bisschen länger machen das Rohr. Gut. Sollte jetzt erstmal langen. Gucken wir mal hier. Ne, die muss noch sauber gemacht werden. Wo ist denn unsere Spritze?
Mache ich die wieder hier vorne rein? Ne, da steht sie. Wo steht sie denn? Hallo. Du bist das. Du bist das, das. Ach. Schon beim Händler. Hat sich schon Dünger geholt. Willst du wieder nicht? Dann war doch der vorderer Tank. Dann gehen wir nochmal schauen, ob der weiter befüllt. Ja, gerade wohl aufgehört. Einmal nochmal kurz versetzen. Und dann sollte das funktionieren. Der ist auch gerade fertig geworden. Machen wir nochmal Licht an. Dann, dass die anderen uns auch sehen. Kommt uns auch zu viel Verkehr entgegen. Sagen. Weil das vordere Stück hatte ich versucht mit der Sämaschine, die ja gleichzeitig sät und düngt, aber der Düngertank ist ja so klein. Der fasst irgendwie nur 165 Liter. 1000 wäre schön. Und dann habe ich die Sämaschine ohne Dünger weiterfahren lassen und dünge jetzt hier nach. Dann hier noch Pflanzenschutz. So, dann können wir hier mal ausmachen. Dann können wir den so drehen. Und losschicken. Und dann können wir ja weiter die Silage zur Gärtnerei bringen. Gucken, wie weit ist der Preis? 394. Vielleicht steigt der ja noch weiter. Also momentan ist kein Anzeichen dafür da.
wird langsam hell. Na, ah, der fährt schon hoch. Das ist gut. Dann kommen wir uns auch nicht in die Quere. Langsamer. Kommt uns eigentlich immer einer entgegen. Oder fast immer. So. Einmal noch mal schauen. Machen wir Unkraut eben weg, dann sehen wir mehr. Er ist gerade am Umdrehen. Das ist gut. Die Wiese könnte auch gedüngt werden. Eins ist voll gedüngt und Feld 21 auch. Da kam die 22 schon wieder drauf. Das freut einen doch. Richtig schön viel Silage. Hat er auch vielleicht überlegt, für den LKW Anhänger zu besorgen, Sattelauflieger, aber viel mehr als hier der kriegen die ja auch nicht mit. Der liegt ja mit 56.000 schon ziemlich hoch. Müssen wir halt öfters fahren, aber das bringt ja auch bei jeder Fuhre 22.000. Wenn wir hier das Silo hier leer machen, das linke, erste, da können wir wenigstens 20 Mal fahren. Ist ja schon mal was. Ist schon mal ein halbes Feld. Oder wenn man halb von den Schulden runter. Pferde werden auch so langsam ausgewachsen, wenigstens die beiden ersten, die wir hatten. Mach erstmal weiter, bis sie leer läuft, und dann setze ich den Anhänger noch ein bisschen näher dran. Das dürfte doch eigentlich leer sein, ja. So, dann fahre ich den nochmal näher dran. So, weil das Rohr einfahren können wir immer noch. Aber wir fahren ja jetzt eh geradeaus. Richtig schöne Silage. Die anderen Preise sind auch noch nicht, sind eigentlich unverändert.
Über 700 hätte ich die Gerste schon. Mal gucken, wie weit der noch steigt. Und Soja habe ich auch noch nicht unseren Spitzenpreis gesehen. Leider sieht man beim Inspektor ja noch nicht andere Geräte. Kriegen wir den noch ein bisschen ausgefahren, weil sonst tiefer. Ja doch, wir kriegen noch ein bisschen ausgefahren, das passt. Oder auch noch eine Menge. Fast drüber hinaus, wie es aussah. Aber wir sind jetzt wieder voll. Abmarsch. Braucht natürlich ein bisschen Anlauf, um auf Geschwindigkeit zu kommen. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Das Feld 21 hier links, das wird auch einiges bringen. Jetzt kommt uns sogar einer entgegen. Shit. Komm, lass mir wenigstens noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Oben ist alles egal. Aber vor dem Ding abzubrechen oder zu bremsen ist schon tödlich. Da müssen wir neu Anschwung nehmen. Abladen. Dann schauen wir mal, was der Düngerstreuer macht. Ja. Gut, ist gut dabei, sag ich mal. Ja, gut, die Hälfte ist schon leer. Müssen wir also nochmal zwischentanken. So, 138.000 schon wieder. Hey, der Rubel rollt. Mit dem nächsten Feld, wo wir Stroh kriegen, können wir auch nochmal häckseln und das in den zweiten Bunker reinholen. Und dann ist das eine Geldmaschine. Ist natürlich auch sehr viel Arbeit, weil da kein Helfer mithilft. Das muss ich dann selber machen. Mal sehen, wenn sich Kirsbele meldet und da mal eine Beta raushaut oder so. Da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt weiterkommen. Also
Ist immer so eine Frage. Hat Giants alles veröffentlicht, was die dazu brauchen? Oder nicht? So, wie weit sind, müssen wir jetzt ran? Ich glaube, wir fahren geradeaus. Jetzt lädt er schon. Nee, ist besser. Ich fahre nochmal zurück. Dann kann ich das Rohr lieber nochmal ein Stück einfahren. Aber wahrscheinlich muss ich eh wieder nach vorne setzen, oder? Nee. Dann fahre ich das Rohr ein Stück rein, dann passt das. Die nächsten 56.000. Oh, ist komplett abgedeckt jetzt. Super. Glaube nicht, dass du schon, dass der Hänger schon voll ist. Was hat er jetzt? Ja, über 50.000. Vielleicht wird er jetzt voll. Jo, das passt. Komm, streng dich an. Ja. Kommt sehr schwer auf Touren. Wir müssen halt zusehen, dass der nicht irgendwie aufgehalten wird. Immer fahren kann. Dann erreicht er sogar irgendwann seine Höchstgeschwindigkeit. Der Weg ist frei. So, abbremsen. Weil hier unten können wir kaum noch bremsen. Oh oh. Mit so einem Betonmischer möchte man ja auch nicht zusammenstoßen. Die nächsten 22. Verändert sich denn der Preis? Na, wir machen in einfacher Geschwindigkeit. Nee. So, ist gleichbleibend. Lohnzahlung, ja. Das ist von dem Düngerstreuer, der auf Feld 15 arbeitet. Wie viel hat er denn noch? Noch 880 Liter.
da noch drin? Zwei Touren, glaube ich, auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar drei. Da haben wir die 200.000 geknackt. Komm, ich werde jetzt mal anders reinfahren, so wie wir auch abgeladen haben. Und dann rücklings in den Silo reinfahren. So, an den beiden Bäumen hier vorbei. Gerade rückwärts ran. Können wir bestimmt auch erstmal höher fahren. Höher fahren und reinfahren ein ganzes Stück. Machen wir den noch höher? Ja. Er ist jetzt leer. Ein Stück vor, damit er sich füllt. Und dann nochmal in den Trecker rein und so weit wie möglich zurück. So, das ist aber die maximale Höhe erreicht. So, die nächste Lieferung für die Gärtnerei. Die scheinen eine große Aktion zu machen, dass die so viel Silage braucht. Aber kann uns ja recht sein. Füllt unsere Kassen. Können wir den Kredit ein bisschen abbezahlen. So 100.000 erstmal. Kriege ich nur noch Feuer? Von rechts kommt keiner. Dann können wir das ja machen. Alles gut. So, liebe Leute, ich werde diese Silage noch verkaufen und wir werden uns dann zur nächsten Folge wiedersehen hier auf der Nordfriesischen Marschen mit dem Kellerkind. Ciao, ciao.